Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS und willkommen zu diesem Video. Ich wurde mehrmals in den Kommentaren gefragt, ob ich nicht mal alle Atlantis-Raketen zeigen kann. Und ja, hier sind sie. Ihr seht sie schon, das sind 8 Stück. Und wenn man die Karte verlässt, sieht man hier gleich die Atlantis 1, meine allererste Rakete, die älteste und eigentlich auch schon noch älter, also sie hat schon vorher existiert. Ich habe sie dann noch ein bisschen umgebaut, sodass man sie wieder landen kann. Ja, das ist sie, die Atlantis 1. Dann gehen wir einfach mal eins weiter. Das ist dann die zweite Version. Also hier mal zum Vergleich. Na, komm schon. Da, ihr seht links, die Atlantis 1 ist sehr viel größer. Die hier ist dann sehr viel kompakter. Hat dieselbe Nutzlast, 17 Tonnen oder so. Und ist auch ziemlich gut. Ja, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir die Atlantis 2, die Düsen ein bisschen aufgemotzt, ansonsten mehr Treibstoff und ja, das ist es eigentlich auch schon. 28 Tonnen bringt diese Rakete in einen schwachen Erdorbit und ja, das war's auch schon mit der Rakete. Dann kommen wir zur Atlantis 2V2, weniger Treibstoff. Aber auch nur ein klitzekleines bisschen. Weniger RCS-Düsen, gleiche Nutzlastkapazität. Ansonsten keine Unterschiede zwischen den beiden Raketen. So, dann kommen wir mal jetzt zur etwas größeren Rakete. Nämlich die Atlantis 3. Hat im Grunde eine Atlantis 1 zweite Stufe hier. Kann ganze 60 Tonnen in den Erdorbit bringen, in einen Orbit von 200 Kilometern. Ich weiß selber noch nicht genau, warum ich das so gemacht habe, aber ich habe es so gemacht. Jedenfalls, das ist sie. Die benutze ich auch am meisten in meinen Videos. Ja, das liegt daran, weil ich bisher keine bessere gehabt habe. Aber jetzt habe ich eine bessere und die gucken wir uns auch gleich nochmal an. So, die Atlantis 3 V2, sehr viel Treibstoff eingespart. Wieder die Atlantis 1 Oberstufe und bringt auch 60 Tonnen in einen Erdorbit. So, kommen wir jetzt zu den neuen Raketen, die auch noch in der Entwicklung sind, sage ich mal so. Es gibt nämlich noch ein paar Sachen, die ein bisschen, naja, schwierig sind, sage ich mal. Hier ist sie, die Atlantis 4, wesentlich größer als die Vorgänger. Und da haben wir auch gleich die Atlantis 4 V2. Ihr seht diesen winzig kleinen Treibstofftankunterschied. Das ist natürlich sehr wenig. Jedenfalls, das ist sie mit 3 Titandüsen anstatt den 2 von der Atlantis 3, hat aber auch dieselbe Oberstufe und das macht mir so ein bisschen Probleme. Die Düsen nämlich sind zu schwach. Diese Rakete kann ganze 150 Tonnen in einen schwachen Erdorbit bringen und da sind diese 3, wie hießen die nochmal, Frontierdüsen, die sind da einfach zu schwach. Deshalb bin ich noch am Überlegen, ob ich da nicht doch noch die Hawk-Düsen hinmache. Aber wie gesagt, ich lasse das jetzt erstmal so. Wann werdet ihr das in der nächsten Zeit sehen? In der nächsten Folge auf jeden Fall noch nicht. Da habe ich nämlich noch was anderes geplant. Da benutzen wir dann stattdessen die Atlantis 3, weil wir wieder zum Mond fliegen. Ja, das habe ich jetzt schon erzählt, aber egal, ihr seht ja das Video eh kurz danach.
Und ja, das ist meine Atlantis-Familie. Warte mal, ich gehe mal kurz da am besten so ein bisschen in die Mitte. Das ist sie, die Atlantis-Familie von der kleinen Atlantis 1 bis zur riesigen Atlantis 4. Ich glaube nicht, dass ich noch eine Rakete machen werde. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ich meine, 150 Tonnen, das ist ja auch schon eine ganze Menge, würde ich sagen. Ja, das war's dann auch mit der Folge. Das ist eine ziemlich kurze Folge gewesen. Ich weiß, aber muss ja nicht so lang sein. Außerdem, es ging ja nur darum, die Raketen zu zeigen. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.